was gibt's Neues? Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Was musst du denn... Und jetzt... Ich finde... Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Lilly sollte das Beet umgraben. Wenn sie dabei einen Schatz fand, konnte es ihr niemand verübeln. Richtig? Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Der Schaukelbaum. Was hatte... Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Wohin der Schlauch wohl führte? Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Eine Schaufel.
Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Die Idee war gut. Die Idee war gut. Die Idee. 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 Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Schade. Der Wasserhahn war leer. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem Ding. Lilly, schalte das sofort ab! Der Brunnen war tief. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lilly. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Ach, Lilly, ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Ach ja, das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schreck in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Nee. Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben.
Kein Wunder, dass dich niemand mag. Was? Ich weiß das. Aber du... Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Ach Mann, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberen erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir. Weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Lilly! Lilly hörte es aber genau wo. Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht.
Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Lilly konnte nicht malen. Sie fing dabei immer an zu weinen. In der Kantine bekamen die Kinder nie etwas Süßes. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Ah, nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Wie nett von ihm. Freeman hatte Lilly den... Wie nett von ihm. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Eine Schaufel, genau. Yay, du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt.
eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Yippie! Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Girl schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und, Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind!